Was passiert diesen Sommer beim 1. FC Kaiserslautern? 2 Spiele, 4 Punkte. Am stabilen Start des FCK haben Raab, Röser, Otto Huth, Kleinsorge, Winkler und Büsütok keinen Anteil mehr, da sie den Verein verlassen haben. Götze, Sängers und Steles Zeit in Kaiserslautern ist nach ihren Leihen auch vorbei. Von ein, zwei Spielern könnte man sich in Lautern wohl noch trennen. Aktuell gibt es aber keine weiteren Gerüchte oder bekanntes Interesse an Spielern des FCK. Schreib uns vor den Zugängen der Roten Teufel gerne deinen Wunschverein fürs Wochenende in die Kommentare und mach gerne noch das Plus weg, um auch unsere zukünftigen Updates vom Transfermarkt mitzubekommen. Mit Lute und Durm konnte Kaiserslautern 2 Spieler mit Bundesliga-Format an den Betzenberg lotsen. Darüber hinaus verstärken Lobinger, Zulinski, Bünning und Kral die Mannschaft von Dirk Schuster. Einen Offensivakteur mit Geschwindigkeit und einen robusten Defensivspieler wünscht sich der Trainer darüber hinaus noch zur weiteren Verstärkung seiner Mannschaft, um auch die restliche Saison so erfolgreich zu gestalten wie den bisherigen Start.